Hi Leute, Winnie van Gogh von Bader Productions hier. Heute habe ich wieder ein Tumblr-Tutorial für euch, in dem ich euch zeige, wie man in Firefox eigene Foto-Layouts oder Fotosets für Tumblr erstellen kann. Und zwar, wenn man jetzt beispielsweise drei GIFs hat, die man untereinander haben möchte, so wie hier jetzt zum Beispiel, dann gibt es standardmäßig nur drei Möglichkeiten. Ich habe hier jetzt einfach mal drei Fotos ausgewählt und dann habe ich entweder die Möglichkeit, ein großes, zwei kleine, ein großes oder drei kleine nebeneinander. Ich will aber, dass drei untereinander sind und zwar alle gleich groß, dass eben nicht der Fokus auf eins gesetzt wird zum Beispiel. Das geht in Firefox jetzt nur mit dem Plugin bzw. mit einem User Script und dieses User Script können wir nur ausführen, wenn wir GreaseMonkey installiert haben. Für die ganzen Sachen, die ihr zum Installieren habt, die stelle ich euch unten einfach in die Beschreibung rein und da braucht ihr einfach bloß draufklicken. Also als erstes müssen wir das Add-on GreaseMonkey installieren. Das geht ganz einfach, da geht ihr einfach auf den Link und klickt auf zu Firefox hinzufügen. So. Dann geht hier dieses Add-on-Fenster auf, jetzt installieren. Es wird installiert und jetzt müssen wir das neu starten. So, jetzt ist das Plugin installiert. Es ist auch schon an, wenn wir sehen wir hier. Wenn es aus ist, dann muss man es hier unter dem Klick hier einfach aktivieren und wenn es farbig ist und nicht so grau, dann ist es aktiviert. Das ist jetzt an. Jetzt gehen wir auf diese User Script Seite, wo der Link ebenfalls unten in der Beschreibung drin ist und dann klicken wir hier einfach nur rechts auf Install. Dann geht hier die GreaseMonkey Installation auf und dann einfach installieren. Und es sagt mir, dass es erfolgreich installiert wurde. Jetzt kann ich zurück auf meine Tumblr-Seite gehen, dann Foto hochladen, weiteres Foto hinzufügen, noch ein weiteres Foto hinzufügen und wir sehen schon, dieses Use Custom ist dazu gekommen und das ist einfach sozusagen eine Möglichkeit, einen eigenen Code in Anführungszeichen zu schreiben. Und zwar muss man da Zahlen reinschreiben und jede Zahl steht für eine horizontale Linie, also wie viele Fotos da in der horizontalen Linie sein sollen. Wenn ich jetzt hier unten drei Fotos ausgewählt habe, dann kann ich zum Beispiel tippen 1, 1, 1, das heißt erste horizontale Reihe, ein Foto, zweite und dritte ebenso. Das heißt, es würde dann sowas wie hier rauskommen. Hier diese drei Fotos. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere GIF-Geschichte habe, in der ich möchte, dass bei sechs Bildern jeweils zwei nebeneinander sind, dann suche ich mir hier sechs aus. Dann sehe ich, dann gibt es nur hier diese Möglichkeit. Wir brauchen das Script gar nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sieben habe und möchte, dass es wie vorher ausschaut, nur dass halt das letzte nur noch, beim letzten nur noch eins da ist, beziehungsweise eins in der Mitte, dann muss ich schreiben 2, 2, 2, 1. Wenn ihr das ausgewählt habt, was dann wichtig ist, ihr müsst auf Use Custom klicken und es muss so markiert sein. Es wird nicht aktiviert, wenn wir jetzt hier was falsch angegeben haben. Wir haben jetzt 6 und benutzen hier aber 7. Dann wird er sagen, es wird nicht gehen. Aber sonst passt es einfach. Use Custom und dann könnt ihr einfach irgendwas schreiben und Eintrag erstellen und dann ist es fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, favorisiert das Video und abonniert meinen Kanal. Ciao!